Wisst ihr, was mir gerade mal so aufgefallen ist? Ich habe fast auf den Tag genau seit 4 fucking Jahren schon kein Video mehr über ein Spiel auf dem Gameboy gemacht. Also wenn man das, was ich da vor 4 Jahren mal gemacht habe, auch noch als Video bezeichnen kann. Ich habe jetzt aber auch keine riesige Gameboy-Spiele-Sammlung oder bin der große Experte, aber mein Gott, das Ding hier ist Videospielgeschichte, ein großes Stück sogar, und es verdient, dass man Videos darüber macht. Na scheiße, ich hab nur Mario, Zelda, Pokémon, so die Klassiker. Aber da brauchen wir hier ja nicht wirklich drüber zu reden. Ach, warte mal, da sind ja noch welche. Sogar noch in den guten Hüllen. Ich weiß noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, haben die ganzen Coolen da immer ihre gedrehten Fluppen drin transportiert. Und einer hatte immer noch ein Kondom damit drin. Weil, ihr wisst ja, ne? Wenn man noch zur Schule geht und immer Gameboy spielt, dann konnte man sich in der Schule ja gar nicht mehr vor Sex retten, ne? Soccer, Tennis und Golf. Na toll. Okay, Sportspiele sind ja eigentlich nur wirklich nicht meins und vor allem auch nicht Thema hier. Aber wir machen mal was Neues. Wir machen heute einen auf Tommy Hawk TV Goes Retro und gucken uns meine Gameboy-Sportspiele an. Weil es aber ziemlich scheiße ist, den Gameboy aufzunehmen, spielen wir das Ganze lieber mit dem Super Gameboy-Adapter. So. Ach, Kacke, der erkennt das Spiel nicht. Ah, Sekunde, das haben wir gleich. Ja, also. Fuck! Von wegen pusten bringt nichts. Oh weia, das klingt ja, als wären wir in irgendeinem billigen Actionfilm. Ach, okay. Im Menü wird die Musik aber doch noch ziemlich catchy. Also ich würde sagen, wir machen einfach mal ein schnelles Match. Diese ganzen verschiedenen Modi sind ja eigentlich völlig egal. Wow, mein erster Eindruck sagt beeindruckendes Ding. Also, ja klar, das Ding sieht aus, als würden hier Playmobil-Figuren ohne Gesicht in einem Glas Brotaufstrich Fußball spielen. Aber da hört ihr es ja schon. Man erkennt sofort, dass es hier um Fußball geht. Wir spielen auf das gegnerische Tor zu. Das Gameplay ist schnell und erstaunlich flüssig. Wir können die Schussrichtung beeinflussen, ordentliche Blutgrätschen auspacken und je nachdem, wo der Ball das Feld verlässt, gibt es direkt einen Einwurf, einen Abstoß oder was auch immer. Ich gebe hier nur eine einzige Empfehlung ab, und zwar den Ton am besten auszustellen, weil das Meeresrauschen das Publikum sein soll und die Fiep-Sounds vom Schiedsrichter gehen einem ansonsten doch ziemlich schnell auf die Nüsse. Aber alles in allem muss ich zugeben, Soccer ist erstaunlich gut. Als nächstes haben wir Tennis. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als Soccer, ist halt nicht so realistisch gehalten. Ich mag diesen Comic-Stil wohl ganz gerne und guck doch mal, wer der Schiedsrichter ist. Mario, natürlich. Ja dann, pass mal auf, dass auch die Regeln schön eingehalten werden, ne? Alles klar, das Spiel ist genau das, was ich erwartet habe. Das ist aber gar nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist sogar gut. Dann weiß ich immerhin mal, was ich zu tun habe. Fuck! Was? Oh Mann, komm schon! Jetzt sei doch mal auf meiner Seite, du Pimmel! Das letzte. Fucking Golf. Was ist denn jetzt los? Der sagt ja nicht mal, dass er nichts findet. Ist einfach schwarz. Oh nein. Ich glaube, es ist tot. Nein. Aber wisst ihr, ehrlich gesagt, brauche ich zum Golfspielen gar keinen Gameboy.